Die sind anerkannt, von der Kirche anerkannt, ja. Wann haben die das anerkannt? Wann hat die Kirche das anerkannt? Bitte? Nee. Wann hat die Kirche die vier Evangelien definiert? Das ist immer der kleine Überraschungsmoment. Das war beim Konzil von Trient. Erschreckend, ne? Wahnsinn, im 16. Jahrhundert. Ja, und bis dahin? Nee, es gibt keine Kanonisierung der Schriften. Die erste Definition der 27 Schriften des Neuen Testamentes und die Festlegung erfolgt auf dem Konzil von Trient. Angefragt durch die Reformation, weil ja Martin Luther so kurzzeitig mal, ich habe das ja schon öfter gesagt, in der typischen Manier eines deutschen Professors, der eine Erkenntnis hat, dann sagt man, Jakobusbrief, der stimmt nicht mit meiner Theorie überein. Deshalb raus damit aus dem Neuen Testament. Ja? Eine typisch professorale Krankheit. Man nimmt einen Teil der Wirklichkeit wahr und setzt ihn absolut. Man nennt das auch Ideologie. Davor ist niemand gefeit, das ist kein Problem von Martin Luther. Aber eben als Reaktion darauf, dass da plötzlich in Frage steht, ob einer der Briefe, die man seit anderthalb tausend Jahren als kanonisch ansieht, ja, definiert die Kirche das nochmal fest. Das ist jetzt auch wieder so ein historisches Faktum. Was aber nicht bedeutet, dass die im 16. Jahrhundert hinsetzen und sich nochmal alles vorlegen lassen und sagen, ach, lass mal gucken, das ist auch ganz schön. Ja? So, dann sind nicht in so einem Sinn, sondern natürlich ist, und da haben Sie recht, Daniel Schmidt, natürlich ist sehr früh, ab dem 2. Jahrhundert beginnen die verschiedenen Gemeinden, gibt es einen Briefverkehr unter den Bischöfen, was lest ihr denn? Also man sieht schon sehr früh, am Beginn des 2. Jahrhunderts, dass man Paulusbriefe, nicht nur etwa den ersten Korintherbrief, nicht nur in Korinth liest, ja? Sondern dass Paulus sogar in seinen Briefen empfiehlt, gebt den auch der anderen Gemeinde. Ja? Also wo auch klar wird, da sind so grundsätzliche Sachen angesprochen, die Paulusbriefe, das werden wir heute Nachmittag noch sehen, sind Situationsschreiben. Da gibt es konkrete Anfragen, die wir nicht mehr haben. Wir kennen immer nur die Antwort des Paulus. Die können wir nur ein bisschen rekonstruieren. Aber die Antworten, die Paulus gibt auf diese Anfragen, sind relevant. Und sind bis heute für uns relevant. Das ist nicht unwichtig. Ja? Und man beginnt schon sehr früh, die auszutauschen. Und es gibt Abgleichungen zwischen den Bischöfen, die sich schreiben und sagen, was habt ihr denn eigentlich an heiligen Schriften? Ja? Und dann entstehen solche Listen. Ja, wo es so ganz wenig Grauzonen gibt. Es gibt sehr früh, sehr schnell Übereinstimmungen. Auch etwa die Übereinstimmung, dass man bestimmte Apokryphe nicht zulässt. Ja, und man sagt, die erkennen wir nicht als kanonisch an. Aber dann gibt es so Grauzonen, zum Beispiel beim Buch der Weisheit. Das haben wir beim Alten Testament schon gesehen, weil das in Griechisch geschrieben ist. Zählt man das zum Neuen Testament dazu? Ich habe ja schon mal gesagt, wenn man das mal laut liest, versteht man dann auch warum. Wir haben das ja mal gelesen und das ist manchmal frappierend, ja, wie das ist. Auch noch aus einer Zeit, das berührt noch einmal den Punkt, den wir beim letzten Mal angesprochen haben, der aber jetzt ein bisschen hinten rüberfällt, weil wir dazu heute doch nicht so Zeit haben, uns mit dieser Bibel in gerechter Sprache zu befassen, weil es am Beginn des Christentums eine Bewegung gab, eine Christus-Sophia-Bewegung. Also es gibt eine christologische und eine christosophistische Bewegung, kann man geradezu sagen. Ja? Und weil dieses Christus ist die Weisheit Gottes, weil das in den Streitigkeiten dann in den ersten Jahrhunderten um die Natur Christi, Mensch oder Gott, zu Missverständnissen führte und zu wenig klar war, hat man im Grunde genommen das ist im Grunde genommen eine Spiritualitätsbewegung, könnte man sagen, hat man die zurückgedrängt, ja, weil sie zu missverständlich war. Ja, weil sie sozusagen den Heretikern in diesem Fall, die also nur einen Teil herausnehmen, das sagt ja dieser Ausdruck, Vorschub geleistet hat. Deshalb hat man das zurückgedrängt und sich dann mehr dem Johannesevangelium angeschlossen, wo vom Logos eben die Rede ist. Und deshalb ist es etwas verhängnisvoll, wenn in dieser Bibel in gerechter Sprache plötzlich im Anfang war die Weisheit steht.
nicht das Wort, das ist zwar schön, weil das dann im Griechischen und im Deutschen dann plötzlich ein weiblicher Artikel steht. Das ist ja schön und gut, aber da habe ich gar nichts gegen. Ja? Und da braucht es eine Aufmerksamkeit auf Sprache. Aber das steht leider nicht im griechischen Text, das kann man ja auch nicht ändern. Ich kann auch nicht Jesus umoperieren. Kann ich plötzlich irgendeine Christa daraus machen. Ja? Das wird nicht gehen. Also da gibt es einfach Grenzen und das ist auch eine Form von Ehrlichkeit. Ja? Ich kann das ja dann, ich kann das auch bedauern. Oder ich finde es auch wichtig, zum Beispiel diese Frömmigkeitsform der Christus Sophia, nachdem wir heute diese Schwierigkeit, zumindest in der Konstellation, als man das zurückgedrängt hat, nicht mehr haben, kann man da heute unbefangener drauf schauen. Und auch bestimmte Texte, also gerade zum Beispiel im Thomas-Evangelium, die man wieder entdecken kann, und das sind ja auch Schätze, also einer christlichen Frömmigkeit. Da müssen uns heute nicht die Probleme anziehen, die vor 1800 Jahren hatten. Können wir unbefangener sein. Aber es ist immer eine Sache der Redlichkeit, darauf zu schauen und nicht am Text rumzufummeln. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Also, wir sammeln. Wir sind ausgegangen. 4 Evangelien, 4 kanonische. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so stehen sie im Neuen Testament. Stimmt die Reihenfolge? Sagen Sie einfach so, wir müssen uns nicht melden in der Schule, irgendwie, wir kriegen das schon so hin, bitte. Was heißt das? Heißt was? Aha, die These gibt es. Es gibt, ach, was ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, das ist das Späteste, das Jüngste. Kommen wir heute noch zu, ist ja viel später. Man merkt man schon an der Sprache. Ein bisschen Gnosis drin, sagt man so. Ja. Also stimmt die Reihenfolge? Hier gibt es eine kühne These, Johannes Evangelium ist das Älteste. Was ist das Älteste in der Regel? Oh, ja, Vorsicht mit der Logikwelt. Vorsicht. Ja. Wer ist nach dieser Theorie, also wenn wir, da kommen wir jetzt gleich drauf, das müssen wir hier schonungslos auf den Tisch legen und auseinanderschneiden. Wir machen jetzt eine Seziertruppe. Ja? Also, wer ist das Älteste nach dieser Theorie, nach der gängigen Lehrmeinung, die unsere Kinder in der Schule lernen und wir im Studium zu uns nehmen mussten? Markus. Markus ist das Älteste. Das ist eine relativ schlichte Theorie. Warum? Also warum ist das das Älteste? Weil es das Kürzeste ist. Ja, man sagt, Wissenschaft arbeitet, kocht auch nur mit Wasser und arbeitet in der Regel mit einfachen Theorien. Das ist das Kürzeste. So, das ist nicht das Einzige, also ist das Kürzeste. Dann gibt es eben, es gibt so eine Dreiergruppe, die nennt man im Fachausdruck die Synoptiker. Das ist ein griechisches Wort von Zusammenschauen. Ja? Man legt die drei nebeneinander, also Markus, 3 Spalten. Haben Sie es mal gesehen so? Also man stellt sich eine Buchseite vor und gibt 3 Spalten, ja? Und so ähnlich wie hier. Und dann ist fortlaufend, sind diese Sachen nebeneinander gestellt. Und dann sieht man, ach, guck mal, das ist interessant. Da hat, also, dass der Markus in der Regel in der Mitte, und da guckt man so, schielt man so rechts und links zu Matthäus und Lukas. Und weil Matthäus und Lukas Übereinstimmungen haben, die Markus auch hat, sagt man, Leute, das ist ziemlich einleuchtend. Stellt man die These auf, die beiden hatten das Vorliegen und haben Dinge, sozusagen das Grundgerüst übernommen. So, dann gibt es aber Dinge, die haben Matthäus und Lukas gemeinsam, ohne dass sie im Markus-Evangelium stehen. Das denn? Wie kommen wir jetzt da drauf? Ja, und wo kommen die her? Ja, jetzt erwarte ich von den Theologinnen, dass die hier in die vorderste Reihe springen. Ja. Wie heißt dieses? Weil das über diese Theoretisierung, die Theoretisierung, die übersteigt nämlich dann schon die normale Kenntnis. Dazu braucht man jetzt wieder einen Text, natürlich, ja, um das zu erklären. Dieser Text heißt Q. Man nennt ihn einfach Q, die Quelle. Also eine Textquelle. Davon geht man aus. Wir werden das gleich im Schema nochmal sehen. Also, Markus, Grundgerüst. Dann hat Matthäus und Lukas jeweils einzelne Teile. Zum Beispiel nur Matthäus und Lukas haben eine Kindheitsgeschichte, aber die sind dies unterschiedlich. Und dann haben die beiden aber nochmal offenbar unabhängig voneinander etwas Gemeinsames, das nennt man dann Q, was nicht übereinstimmt mit Markus. Das ist so die gängige Lehrmeinung, was die Quellenlage angeht.
also über die Entstehung und die Datierung der Evangelien. In der Regel, sie lernen heute mit ganz, also im Grunde genommen, wenn die Prüfung machen, heute an irgendeiner theologischen Fakultät, Einführung Neues Testament, über die Datierung, dass die alle wann entstanden sind. Nach 70, alle. Was ist 70 passiert? Denken Sie an so einen kurzen also Jerusalem, Zerstörung Jerusalems durch die Römer, Zerstörung des Tempels, das ist vor allen Dingen, also die Römer haben ja noch mehr Platz gemacht, aber sozusagen, dass Israel die Identifikationsmitte verliert. Ja? Also den Tempel, inklusive Kult, inklusive der Sadduzäer, alles ist überlebt ja im Grunde genommen dann nur die synagogale Struktur. Ja, und dann, was dann eben im Exil entsteht, ja, babylonischer Talmud oder so etwas. Das ist das einzig Überlebensfähige. Ja. Aber die Mitte, ja, des Judentums zur damaligen Zeit ist mit einem Schlag weg. Mit einem Schlag, von heute auf morgen weg. Das ist ein großer Einschnitt. Also, wenn Sie da die Prüfung bestehen wollen, müssen Sie immer brav sagen, also alles nach 70. Beim Markus-Evangelium gibt es, ja, ist doch so, mit Sicherheit. Beim Markus-Evangelium gibt es einige Neutestamente, das muss man fairerweise sagen, die sagen, das kann auch so ein bisschen so früh geht keiner, ja, irgendwie so 68 oder sowas, ja. Alles spät. Man tendierte vor 100 Jahren dazu, zum Beispiel das Johannesevangelium weit, weit, weit ins zweite Jahrhundert zu setzen, ganz weit. Wir kommen dann natürlich nachher noch zu solchen Argumenten und müssen nochmal gucken, was bedeutet das? Also, wir haben die Reihenfolge, wir haben die Datierung, die Kanonisierung der Evangelien. Die Quellenlage, wie das zusammenfließt. All das sind wissenschaftliche Hypothesen. Das ist ganz wichtig. Das Problem, das entsteht in der Öffentlichkeit, im Religionsunterricht, im Studium, wie auch in jedem Zeitungsartikel, der zum Beispiel hier zum Preisbuch geschrieben wird, ist, wenn jemand etwas anderes sagt, manchmal auch mit guten Gründen, hört man gar nicht mehr hin.